Hallo meine Lieben, ihr habt das gesehen, die letzten drei Berichte, die wir gemacht haben über den Roberto Antela Martinez und die von ihm entwickelte Selbstheilungstechnik. Über die Jahre hinweg, gerade diese beiden Jahre, die für viele Menschen sehr schwer waren, hat SHT große Dienste geleistet. Und das nicht nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, nein, ausgebildete Menschen haben angefangen, das über ganz Europa zu verbreiten. Und für mich ist es ein besonderes Vergnügen, mit einem Mastercoach zu sprechen, der jetzt in einem anderen europäischen Land SHT unter die Menschen bringt. Da wollen wir doch mal hören, was er zu sagen hat. Über Videotelefonie zugeschaltet aus Italien, Alessandro. Grüße dich, Alessandro. Buongiorno an alle. Ich freue mich nochmal, dich zu sehen und mit euch zusammen zu sprechen. Alessandro, wie bist du überhaupt zu SHT gekommen? Ich bin in die SHT-Familie gekommen, laut deinem Sender, Time to Do. es ist wirklich so, es ist keine Erfindung, es ist wirklich so. Ich war bereit für diesen Sprung in meinem Leben und ich habe einfach mal auf YouTube mir das angeschaut. Es kam immer wieder zu mir und dann habe ich den Roberto durch dich kennengelernt. Das ist ja schön. Dann hast du natürlich SHT selbst gemacht, irgendwann die Ausbildung zum Mastercoach. Wie lange ist das denn her? Das ist jetzt 2020 gewesen, da bin ich fertig geworden mit der Ausbildung. Und dann habe ich bin eigentlich Friseurmeister und habe meinen Laden 2021 verkauft und vor zwei Jahren und habe mich praktisch der SHT komplett gewidmet und habe jetzt in Italien SHT gegründet. Mit einer wunderbaren Kollegin, Rachele Chaientonelli heißt sie, und wir machen das zusammen und geben Live-Seminare in Italien. Morgen fahre ich nach Bologna und werde dieses Seminar live geben. Und wir haben letzte Woche mit einer Ausbildung begonnen, die praktisch online und live sein wird. Also, ich fasse nochmal zusammen. Das heißt, du hast SHT jetzt nach Italien gebracht, hast dort dich positioniert. Wie kommt es denn an? Wie sind die Seminare besucht? Wie ist denn die Resonanz der Menschen in Italien? Die Resonanz ist sehr hoch. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich sage es ganz ehrlich, das war auch gar nicht der Plan. Es ist eigentlich zu mir gekommen, mehr gesagt. Und die Menschen sind begeistert. Vor allem sind sie begeistert, wie schnell manche Techniken wirken. Das, genau. Sie sind begeistert von Roberto. Es gibt Teilnehmer, die sind extra nach Deutschland gekommen, um den Roberto persönlich zu kennen und haben sich total verliebt in ihn. Und Roberto wird natürlich uns auch in Italien besuchen. Er ist ein außergewöhnlicher Mensch, der immer und immer wieder alles daran setzt, dass die Menschen anfangen, sich selbst zu verstehen und sich selbst zu begreifen und nicht die Verantwortung über ihre Gesundheit an Dritte abzugeben. Aber eine andere Frage hätte ich noch, Alessandro. Der Roberto hat ja jetzt durch auch diese beiden Jahre, wo wir sehr viele Einschränkungen hinnehmen mussten, eine sogenannte Betreuung aufgelegt. Das bedeutet, drei Monate lang haben die Menschen die Möglichkeit, wenn sie sich anmelden, in Zoom-Meetings immer wieder über SHT, über Weiterentwicklung, über Qigong, über diese ganzen Dinge informiert zu werden und angeleitet. Wie kommt das an? Wie reagieren die Menschen darauf? Die Menschen sind sehr glücklich darüber, weil die Menschen natürlich, es ist genau so, die Motivation, wenn man ein Seminar besucht, kann die Motivation nach zwei, drei Wochen wahrscheinlich schon wieder weg sein. So, und wenn man dann aber einen Menschen jeden Tag mit Zoom-Meetings, mit Techniken, mit Gesprächen und mit Tipps, was sie machen können, wie sie ihren Tag bewältigen können, da sind die Leute sehr, sehr glücklich darüber und umarmen das sehr, weil sie sich nicht alleine gefühlt lassen. Im Seminar ist es ja immer schön, es entsteht eine schöne Atmosphäre, eine schöne Energie, eine liebevolle Energie. Und dann geht man nach Hause und dann geht das natürlich ein bisschen wieder weg. Und somit kannst du den Menschen immer vor der Kamera oder am Telefon immer praktisch helfen und unterstützen. Also Roberto nimmt diese ganzen Menschen an der Hand und die Menschen sind sehr, sehr glücklich darüber. Also es ist ein riesiger Erfolg. Und eine tolle Idee von ihm, das überhaupt zu machen.
Denn Liebe kennt keine Grenzen. Das ist allerdings richtig. Ich muss nur ein bisschen auf die Zeit schauen, sonst läuft die Zeit weg. Ich danke dir für deine Zeit, dass du mir die Fragen beantwortet hast. Und ganz spannend für mich war, dass SHT jetzt über den deutschsprachigen Raum hinausgeht in die europäischen Länder und dass das in Italien so gut angekommen ist. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Wir werden uns bestimmt noch einmal sprechen und danke für das Interview. Ich bedanke mich zutiefst. Danke. So, meine Lieben, das war das Erste. Wir haben noch einen zweiten Interviewpartner. Auch mit dem werden wir mal sprechen, ob da die gleichen Erkenntnisse und Ergebnisse vorliegen. Und dann schauen wir mal, wie die ganze SHT-Familie sich immer und immer mehr vergrößert. Jetzt sind wir beim zweiten Interview. Wir haben auf der anderen Seite den Andreas, ein Mediziner. Aber bevor ich zu viel erzähle, begrüße ich ihn gleich mal über Videotelefonie. Hallo Andreas. Hallo Norbert. Andreas, du bist ausgebildeter Mediziner. Wie bist du denn an SHT gekommen? Ja, ich bin ganz normaler Arzt geworden. Erst Urologe, dann niedergelassener Hausarzt, jetzt tätig hier in eigener Praxis. Mich hat schon immer interessiert, wie Heilung funktioniert in Wahrheit, und die wahren Ursachen haben mich interessiert. Und ich habe Eltern, die sehr spirituell sind. So habe ich einen bisschen anderen Hintergrund vor den Dingen, die so passieren auf der Welt. Und ich war immer auf der Suche nach Möglichkeiten, wie Heilung auch noch anders funktionieren kann als mit Medikamenten. Und ja, das Leben hat mich zu Roberto geführt. Ich habe es im Bewusstseinsfeld gelesen. Das war ein Impuls aus dem Feld, der kam. Ich kannte ihn gar nicht, bin bei ihm gelandet und wusste sofort, okay, hier bin ich goldrichtig, weil er einfach genau das gemacht hat. Er hat Heilung gesucht auf der ganzen Welt, ist überall hingereist, hat sich verbunden mit den Menschen, mit den Naturvölkern und hat da tatsächlich unglaubliche Techniken erlernt. War auch nicht so einfach für ihn, da vorgelassen zu werden zum Teil, und hat sie mitgebracht und hat sie vor allen Dingen weitergegeben, immer mit dem Hintergrund, den Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen. Und das ist immer mein größtes Anliegen auch, die aus der Abhängigkeit zu kriegen. Verstehe. Ja, du hast also dann, nachdem du natürlich selbst, wie wir alle, SHT gemacht haben, irgendwann die Ausbildung gemacht, diese Mastercoach-Schulung, dass du das auch selbst weitergeben darfst. Seit wann wendest du es denn bei dir und deinen Patienten aktiv an? Also ich habe die Ausbildung erst vor 1,5 Jahren gemacht und habe mich am Anfang ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist in so einer normalen Praxis jetzt nicht so einfach, da mit schamanischen Techniken aufzuwarten, ja, weil die Patienten natürlich das nicht erwarten. Es ist aber so, dass viele, viele Menschen viel mehr als wir beide glauben, viel offener sind, als man so glaubt. Und die meisten Menschen beschäftigen sich viel mit alternativen Heilmethoden. Ja, die interessieren sich dafür und sind offen. Und wenn ich das spüre, dann biete ich denen das auch an, wenn es soweit ist. Und die Techniken sind ja auch ein bisschen, wenn man es erste Mal sieht oder noch nie Kontakt damit hatte, ein bisschen befremdlich. Und das ist dann immer eine kleine Herausforderung, das dann mit denen zu machen. Aber dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert ja echt, ne? Am Anfang ist es natürlich so, man sitzt da und denkt, hei, was mache ich denn hier? Und dann, wenn dann die ersten positiven Rückmeldungen kommen, ja, Allergieauflösung, das ist ein bisschen aufwendiger, dauert auch ein bisschen und der Patient muss viel selber machen. Und wenn er dann zurückkommt und ist ganz aufgeregt und sagt, es ist weg, die Allergie ist weg. Ja, also ich habe eine, die hat danach wieder Heu machen können, ja, und alle haben gesagt, was machst du hier? Du hast doch Heuschnupfen, ja. Sie hat gesagt, davor wäre sie fast gestorben, ja, wenn Heu gemacht wurde. Und sie war dann wieder am Stall bei den Pferden und konnte das wieder machen, ohne Medikamente, überglücklich, ja. Und sie hat gesagt, was haben Sie gemacht? Und ich habe gesagt, das haben Sie gemacht. Wir haben es zusammen gemacht, ja. Und das ist doch der Wahnsinn, ja. Wie es funktioniert, ja, keine Ahnung, aber es funktioniert halt, ja. Also.
Die Resonanz bei deinen Patienten, jetzt außer dem Fall, den du gerade geschildert hast, dort, wo du es anwendest, hat es überall eine positive Reaktion oder gibt es auch Fälle, wo gar nichts passiert? Das ist sehr unterschiedlich. Also ich setze es halt wirklich gezielt ein bei den Menschen, wo ich auch spüre, das ist was für die. Also es ist, glaube ich, auch ganz wichtig für den Therapeuten zu spüren, welcher Weg für jeden der Weg ist, der zur Heilung führen kann. Ja, das ist bei jedem anderer. Ne? Also der eine braucht Medikamente, der andere Zuspruch, der andere muss zugehört bekommen, der andere braucht eine Geistheilung. Also das ist sehr, sehr feinfühlig. Und ich glaube, wenn ich spüre, dass der Patient in Resonanz damit ist und auch wirklich offen dafür ist und dann sich auch darauf einlassen kann, dann muss er noch nicht mal dran glauben und es funktioniert trotzdem. Also der Erfolg ist erstaunlich, wirklich erstaunlich. Da schon tolle Sachen mit erlebt und das macht dann natürlich auch selbstsicherer und man bietet es dann natürlich auch mit einem anderen Selbstverständnis an. Und auch das hilft, glaube ich, dass es hilft, ja, je überzeugter ich bin, ja, meine Gewissheit so stark ist, dass das ein Weg ist zu helfen, dann funktioniert das auf breiter Front, muss man wirklich sagen. Man muss es halt machen, ne? Das ist das Problem. Es ist manchmal wirklich wie bei der Frau mit dem Heuschnupfen einmal getan und dann ist es gut. Es gibt aber auch welche, die brauchen einfach die Dauer, ne? Die müssen da dranbleiben. Und das ist ja das, was im Leben so schwierig ist, ja, die Gewohnheiten zu verändern und dann auch eine Routine zu entwickeln und dann die konsequenten Anwendungen dessen, ja, damit auch das Ergebnis kommen kann. Ja. Meistens ist das der Haken an der ganzen Sache, dass man es. Das ist ja genau der Punkt, wo der Roberto jetzt angesetzt hat wieder, weil auch das kam natürlich oft zu ihm. Dass Menschen, wie gesagt, durch die, ich sag, die Wirrnisse im Alltag kennen wir ja alle. Und wenn du natürlich, was weiß ich, dann plötzlich einen Konflikt mit dem Nachbarn kriegst oder mit irgendeiner Behörde oder auf irgendeine andere Art, da sind wir dann plötzlich so konfliktgesteuert, dass alle anderen Dinge plötzlich vergessen werden, weg und man fokussiert sich nur darauf und tut darum. Was ist passiert? Viele Menschen, die das am Anfang auch erfolgreich gemacht haben, haben das irgendwann vergessen, sein gelassen, durch Unterbrechungen in ihrem Allgemeinrhythmus sind sie nicht mehr dazugekommen und waren sich dann unsicher. Also, was hat er gemacht? Er hat so ein dreimonatiges Betreuungsprogramm, was über auch Videotelefonie, gibt es ja verschiedene Systeme, Zoom zum Beispiel, gemacht wird, wo die Leute sich eindocken können und immer wieder Informationen bekommen. Wenn sie nicht mehr genau wissen, kann man das Wissen auffrischen. Wie findest du diese Betreuung? Wie resoniert das denn bei deinen Leuten? Ich finde es eine super gute Idee, weil die, ja, die Stetigkeit eigentlich immer zum Erfolg führt. Also alles, was man stetig macht, ist irgendwann erfolgreich. Das ist völlig, völlig klar. Ja? Das ist also unabwendbar, der Erfolg. Was mir auch ganz wichtig ist, ich habe das für mich immer gemacht, ich mache so meine Morgenroutine und das ist so mein Punkt, wo ich mich auch nochmal resette, wo ich meditiere, wo ich dann an meinen Punkt komme, nochmal kläre, wo ich mich auch aktiv erinnere, wo ich eigentlich bin und was ich eigentlich vorhab. Ja, aber natürlich, wenn das unterstützt wird, ja, und gerade von Roberto unterstützt wird, ist es natürlich eine Wahnsinnshilfe. Und das sind oft kleine Impulse, die aber eine ganz große Wirkung haben. Ja, und das sind ja 90 Tage und manchmal ist es auch sinnvoll, dann diese 90 Tage zu wiederholen. Und ich weiß auch, dass er das empfiehlt, dass man das ruhig nochmal sich nochmal anhört oder nochmal anschaut, was da gekommen ist. Einfach um es zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen, ja, um es zu einer Gewissheit werden zu lassen, um es zu verinnerlichen. Dass die Reaktion mit dem Nachbarn automatisch nicht mehr nach außen geht, sondern immer, okay, was macht es in mir? Ja, wie gehe ich damit um? Und dann die Transformationskräfte, die wir ja alle haben und die wir auch gelernt haben, auch mit SAT und andere Wege natürlich, dass wir die dann nutzen können, um wieder in unsere Ruhe zu kommen schnell, um wieder im Driver Seat zu sitzen, ja, um wieder die Kontrolle zu bekommen. Das ist eigentlich das Ziel und das unterstützt natürlich wahnsinnig, ja, wenn das täglich einfach immer regelmäßig, jeden Tag ein Impuls
Finde ich super. Das sehen wir genauso. Ich kenne das ja auch aus anderen Bereichen, diese Technik des Wiederholens. Man redet ja von gewissen Dingen, Übungen 21 Tage machen. Und eine junge Frau, die ich sehr schätze, hat mal gesagt, weißt du, es gibt einen großen Unterschied zwischen Verstehen und Verinnerlichen. Das Verstehen ist oberflächlich. Dein Verstand hört ein Wort, sagt, ah, das ist. Aber das ist so ein fliegender Prozess, der kann in 5 Minuten schon wieder weg sein, weil dann schon wieder was ganz anderes im Verstand behandelt wird. Und dann sagt sie, ist es aber nicht verinnerlicht, weil es bleibt nicht, du vergisst es. Und verinnerlichen heißt, dass ich mich so häufig und intensiv mit der Thematik beschäftige, dass, wir kennen das Spiel, ja, nachts kommt einer hin, macht so, steht auf und fragt dich was und die Antwort kommt einfach aus dir raus, weil sie in all deinen Zellen als Information vorhanden ist. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder zu bedenken gebe. Ich sage, Leute, glaubt nicht, wenn ihr einen Lehrgang einmal gemacht habt, 3 Tage, habt es daheim noch 5-mal geübt, dass es dann drin ist. Nee, wir müssen da schon etwas weitergehen und müssen verstehen, dass die Wiederholung die Professionalität macht und nicht das einmal. Und dann haben wir auch eine Resonanz, denn wenn unser Körper immer und immer wieder die gleiche Information bekommt, irgendwann übernimmt er sie, das kennen wir aus anderen Bereichen, wo wir Informationsträger auf die Haut aufbringen und das Feld, was ihn begleitet und die Information in den Körper gibt, plötzlich haben wir gesehen, okay, der transportiert die dorthin, wo er sie haben will, also brauche ich gar nichts in den Körper geben, ich muss es nur dran bringen und er hat die Information dann umzuarbeiten. Andreas, es war mir ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen und auch zu hören, dass SHT bei dir erfolgreich angewendet wird und das ein Thema ist, was deine ganzen Fähigkeiten, die du als Mediziner sowieso schon hast, auch noch erweitert und natürlich zum Wohle der Menschen ist. Ich sage von hier aus vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir ein großes Vergnügen, das Interview mit dir und wir sehen und hören uns bestimmt noch einmal. Bis zum nächsten Mal. Bestimmt. So, meine Lieben, das waren die beiden Interviews, die wir jetzt gemacht haben zu dem Thema dieses SHT-Begleitungsprogrammes. Und ich empfehle Ihnen natürlich, das auch zu tun, weil auch von den Nutzern habe ich schon sehr viel positive Antworten. Bis zum nächsten Mal.